Willkommen zurück. Das Thema der heutigen Vorlesung ist neuronale Netze. Ein Teilgebiet von maschinellem Lernen. Mit neuronalen Netzen wurden in der letzten Dekade gewaltige Fortschritte erzielt beim Computersehen, bei der Schrifterkennung und bei der Spracherkennung. Ich werde mich in meiner Vorlesung hauptsächlich auf das Computersehen konzentrieren, also auf die Objekterkennung in Bildern. Neuronale Netze sind inspiriert durch die Biologie, also durch den Aufbau des Gehirns, insbesondere des Sehzentrums in Säugetieren und beim Menschen. Ich werde darauf eingehen. Davor zeige ich Ihnen den Stand der Kunst. Dann abstrahieren wir und führen künstliche neuronale Netze ein. Das ist eine starke Abstraktion, aber es ist inspiriert durch die biologischen Vorbilder. Ich werde Ihnen zeigen, wie man einfache Funktionen realisiert mit diesen künstlichen neuronalen Netzen. Wir werden dann darauf eingehen, wie man sie trainiert. Also man zeigt Ihnen Beispiele mit der gewünschten Ausgabe und hofft, dass die neuronalen Netze aus diesen Beispielen verallgemeinern. Also ich werde Ihnen zeigen, wie man die trainiert. Gehe dann auf ein kleines Beispiel ein, auf Ziffererkennung, was dieses Trainieren leisten kann. Und gehe dann am Schluss auf den Stand der Kunst ein, wie die neuronalen Netze funktionieren, die jetzt in der Lage sind, sehr, sehr gute Leistungen bei der Objekterkennung zu bringen. Also hier ist nochmal die Übersicht. Wir reden zunächst mal über den Stand der Kunst, Objekterkennung auf Bildern, dann über die biologische Inspiration, gehen dann auf künstliche neuronale Netze ein, dann das Trainieren von den neuronalen Netzen und schließlich den Stand der Kunst in der Bilderkennung. Ich habe mich beim Stand der Kunst auf eine Arbeit von Krzyzewski bezogen, die vor 2 Jahren erschienen ist. Hier wurde also so ein neuronales Netz und am Schluss, in der letzten Einheit erkläre ich Ihnen das genauer, trainiert mit 1,2 Millionen Bildern. Diese Bilder gehören 1000 verschiedenen Klassen an. Also auf jedem Bild ist entweder ein Affe, ein Leopard, ein großes Schiff, ein Hund einer bestimmten Art und es sind 1000 verschiedene Objekte. 1000 verschiedene Objekte, 1000 Klassen, 1000 Objekte. Bei jedem Trainingsbild wird gesagt, was auf dem Bild ist. Also für jedes dieser 1,2 Millionen Bilder ist bekannt, was auf dem Bild ist. Das haben Menschen gemacht, wurden dafür bezahlt, um diese Bilder zu klassifizieren. Dann wurde das Netz trainiert und hier sehen Sie, wie gut das Netz dann am Schluss war bei der Klassifikation. Also etwa hier hat das System gesagt, das ist ein Containership. Es hat geschwankt zwischen Containership und Lifeboat und noch ein paar anderen Sachen. Aber das Containership, sehen Sie, war die weit wahrscheinlichste Ausgabe, das Rettungsboot viel geringer. Oder hier rechts war sich das System sehr sicher, dass das ein Leopard ist und nicht ein Jaguar und nicht ein Cheetah. Hier etwa hat es geschwankt, also das ist wirklich, sollte nach menschlicher Klassifikation ein Pilz sein. Es hat geschwankt zwischen 2 Ausgaben, Agaric and Mushrooms, und Agaric war etwas vorne, das ist als das ausgegeben. Hier wieder hat es gemeint, der Hund ist gemeint, Dalmatien, aber der Mensch hat gemeint, das sind die Kirschen gemeint. Also sehen, diese Aufgaben sind durchaus schwer. Auf der nächsten Folie sehen Sie Bilder, die bei der Suche benutzt wurden. Also hier sind die Bilder, die bei der Suche benutzt wurden. Bilder im Test. Diese Bilder hier wurden im Training benutzt. Ja, und das System sagt etwa, es hat sich hier entschieden für Elefant,
weil es die folgenden 5 Bilder gesehen hat oder 6 Bilder gesehen hat, wo ihm gesagt wurde, auf diesen Bildern ist ein Elefant. Oder hier, bei diesen 6 Trainingsbildern wurde gesagt, das ist ein Schlachtschiff. Und aus dem Grund hat das System bei diesem Bild gesagt, das ist ein Schlachtschiff. Ähnlich bei den Kürbissen für Halloween oder bei den Blumen in der ersten Reihe. Kommen wir jetzt zur biologischen Inspiration. Wie ist eine menschliche oder wie ist eine Nervenzelle aufgebaut in einem Tier? So eine Nervenzelle besteht aus dem Zellkern, dem Zellkörper. Das hier oben. Dann gibt es ein langes Axon. Und hier unten ist die Eingabe. Und dann gibt es da oben die Dendriten. Das ist die Ausgabe. Ja? Also über die Axone kriegt so eine Nervenzelle Nachrichten von anderen Nervenzellen. Dann entscheidet es sich, ob es eine Erregung an der Ausgabe erzeugen soll oder nicht, an den Dendriten. Ja, also die Axone sind die Eingabe, den Dendriten sind die Ausgabe. Und diese Entscheidung, ob eine Nervenzelle eine Ausgabe erzeugen soll oder ob eine Zelle feuert, hängt einfach von der Gesamterregung ab. Von der Gesamterregung an den Eingaben. Wenn die Gesamterregung über einem bestimmten Schwellwert ist, dann feuert die Zelle. Und diese Gesamterregung ist einfach eine Summe von den Erregungen an den Eingaben, aber Inputs können auch hemmend sein. Also da wird irgendwie sowas gemacht. Da gibt es Inputs, X1, X2 und so weiter. Mit diesen wird eine Summe gebildet, W1, X1 plus W2, X2 plus WK, XK. Das sind Gewichte. Die können auch negativ sein. Und wenn das über einen bestimmten Schwellwert ist, dann feuert die Zelle. Also eine ganz einfache Aktion. Aber es sind eben viele Nervenzellen zusammen. Die biologische Inspiration 2, wenn man sich den visuellen Kortex anschaut, also unser System zum Sehen, dann ist es auf Schichten aufgebaut. Da ist zunächst mal die Retina und dann sind die Zellen der Schicht 1. Und da gibt es, die kriegen diese Zellen der Schicht 1, kriegen ihre Inputs von der Retina und geben ihre Ausgaben an Zellen der Schicht 2, die wiederum geben ihre Sachen weiter an Zellen der Schicht 3 und so weiter. Und im menschlichen visuellen Kortex scheint es 6 dieser Schichten zu geben. Es ist auch noch so, dass diese Schichten räumlich aufgebaut sind. Das mache ich Ihnen mal so klar. Stellen Sie sich vor, hier ist die Retina. Und die Retina, da sind ja die einzelnen Sehzellen drin. Das ist also fast so wie ein gerastetes Bild. Und diese Zellen der ersten Schicht, die schauen sich so kleine Gebiete an in der Retina. Ja? Also Zellen der ersten Schicht schauen sich kleine Gebiete an. Und die überlappen auch. Ja? Was tun jetzt? Ja, das sind Zellen der ersten Schicht, die schauen sich so kleine Gebiete an auf der Retina und entdecken dort zum Beispiel Kanten oder Ecken oder Bögen. Zellen der zweiten Schicht schauen sich dann Gebiete, kleine Gebiete von Zellen der ersten Schicht an. Also etwa, da könnte es auf der zweiten Schicht eine Zelle geben. Ich zeichne die jetzt mal in grün. Und die schaut sich an, diese 9 Zellen der ersten Schicht. Ja, das wäre Zelle der zweiten Schicht.
Und die Zellen der dritten Schicht schauen sich dann wieder Gebiete an von Zellen der ersten Schicht. Ja, also eine Zelle der zweiten Schicht hat ein größeres Sehfeld als eine Zelle der ersten Schicht, weil es ja mehrere Zellen der ersten Schicht zusammenfasst. Darauf möchte ich auch noch kurz eingehen, the One Learning Algorithm Hypothesis. Es scheint so zu sein, dass wir im Hirn den gleichen Lernalgorithmus benutzen für verschiedene Dinge. Ein Indiz dafür ist, wenn etwa man bei Mäusen folgendes Experiment macht. Man leitet den Sehnerv um zu dem Gebiet, wo wir normalerweise Sprache haben im Hirn. Dann lernt eine solche Maus genauso wie das Sehen wie eine Maus, wo das zum normalen zum Sehzentrum geht. Das heißt, auch das Sprachzentrum kann umfunktioniert werden zum Sehzentrum. Und das weist darauf hin, dass überall der gleiche Algorithmus zum Lernen benutzt wird. So, wir kommen jetzt zu den künstlichen neuronalen Netzen und das dann in der nächsten Einheit.